Ab dem 01.01.2017 werden Zertifikate, die eine SHA-1-Verschlüsselung nutzen, in Browsern als unsicher angezeigt. Mozilla, Google und Microsoft haben angekündigt, in ihren jeweiligen Browsern, sprich im Mozilla Firefox, Google Chrome und Microsoft Internet Explorer bzw. Edge, die Unterstützung für diese Zertifikate einzustellen. Der Umstieg wird jedoch nicht direkt mit Schlag Mitternacht zum 01.01. durchgeführt, sondern durch Updates in den kommenden Wochen danach ausgerollt. Allgemein heißt es wohl, dass es so Mitte, Ende Januar, eventuell Februar wird, bis die Umstellung endgültig ist. Eine Ausnahme wird es allerdings für selbstsignierte Zertifikate bzw. für solche Zertifikate geben, die von internen Firmen-CAs ausgestellt wurden. Diese erhalten noch eine Übergangsfrist, sprich eine Schonzeit. Informationen dazu, wie Apple mit seinem Browser Safari verfahren wird, sind wohl bisher leider noch nicht verfügbar. Weltweit sind allerdings noch deutlich über 1 Million Zertifikate mit dieser SHA-1-Verschlüsselung im Umlauf. Dies sind wohlgemerkt nur die Zertifikate, die von einer offiziellen, sprich kommerziellen CA ausgestellt wurden. Und in Deutschland allein sind davon wohl noch mindestens oder beziehungsweise knapp 30.000 Websites betroffen.